So, liebe YouTube-Freunde, ich bin in meiner Garage. Ich habe hier ein brandneues Fichtenmoped bekommen. Beziehungsweise habe ich mir dieses neue Fichtenmoped heute gekauft. Eine 585, 90 Kubikzentimeter Hub. Ich habe hier meine kleine alte, meine Husqvarna 440, ja, und meine ganz alte Husqvarna 480 CD. So sieht's aus. Warum kaufe ich mir eine neue? Ihr seht, bei dieser 480 CD, die hat keine Kettenbremse drauf. Die ist so noch in Ordnung, die läuft, die springt an. Aber eben, es hat doch irgendwo einen Sicherheitsmangel, oder? Genau, hier ist die kleine 440E, die 585, genau. So, jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir die Mopeds nicht alle ein bisschen mal in den Gang kriegen. Ich stelle euch jetzt wieder hin. So, also, ihr seid sicher gespannt. Die Sägen, die haben Weihnachten, das letzte Mal liefen die. Ja? Weihnachten waren die das letzte Mal an. Also die 480 CD zuerst. Ja? Wenn sie dann will. Hoffentlich. Seht, die alte springt an. Sie lief das letzte Mal Weihnachten. Lief sie. Das kleine Fichtenmoped, weiß gar nicht. Doch, spritzt es noch drin. Ja. Genau. So, jetzt noch die große brandneue mit einer 60er Schiene drauf. Nägel, nagelneu. Aha. Was erzähle ich euch jetzt noch alles? Die neue Husqvarna 585 mit einer 60er Schiene drauf kostet laut Katalog Husqvarna 1700 bis 1800 Schweizer Franken. Ich bin hier in der Schweiz, drum Schweizer Frankenpreis. Ich bin jetzt bei den Händler gegangen und habe ihm gesagt, mach mir einen guten Preis. Er hat mir einen guten Preis gemacht. Ich habe keine 1700 gezahlt. Ich habe auch keine 1500 Schweizer Franken gezahlt. Ich habe auch keine 1300 Schweizer Franken gezahlt. Ich kann euch sagen, was ich bezahlt habe. Ich lüge euch nicht an. Ich habe sage und schreibe 1250 Schweizer Franken gezahlt. 1250 Franken, eine Husqvarna 485, ist das überhaupt eine XP?
Nein, ist die normale. 5, 85 mit einer 60er Schiene drauf. 60er Schiene, Vollmeißelkette. 1250 Franken. In diesem Falle, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Video. Tschüss.